eins, wenn nicht das beste Event, das ich seit ich wieder YouTube mache, also seit 3 Jahren, besuchen durfte. So, Leute, und damit willkommen zum nächsten Video. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen über meine Social-Media-Kanäle und so weiter und so fort. Dieser Mann hier war in Prag beim Eternal Weekend aus Europe, presented by JK Entertainment. Und es war gigantisch. Es war richtig gut. Es ist Wahnsinn. Es kamen so viele coole Leute. Ich habe so viele coole Leute getroffen. Es war so schön organisiert. Die Location war der Wahnsinn. Ich meine, Prag ist eine wunderschöne Stadt, keine Frage. Aber die Location war noch richtig gut gewählt. Ich hatte den Vorteil, ich hatte mein Hotelzimmer praktisch über der Eventhalle, was einfach mega war. Noch mehr schön mit Luxus, so ein bisschen Sauna und so, war ganz okay. War echt ein cooles Hotel, Frühstück und so weiter, alles mit drin, musste das theoretisch nicht verlassen. Und deswegen sau, sau coole Location. Und ja, ich bin ein paar Tage früher angereist, habe mir es ein bisschen auch angeschaut und habe mir Prag noch angeschaut und muss sagen, es ist eine wunderschöne Stadt. Lohnt sich auch, ohne Eternal Weekend mehr hinzufahren. Mit Eternal Weekend war es natürlich nochmal eine richtige Nummer geiler. Das Ganze war mir natürlich, außer mit der Hilfe von JK, nur möglich dank Patreon. Deshalb an dieser Stelle vielen Dank an alle meine Patrons. Die unterstützen mich immens, dass ich sowas überhaupt machen kann. Wenn ihr mich mit einer kleinen Spende oder sonst was unterstützen wollt, weil sowas bezahlt sich nicht von alleine, dann könnt ihr überlegen, ob ihr auch Patron werden wollt oder auch Kanalmitglied bei YouTube oder sonst wie. Könnt ihr mal schauen, ob das was für euch ist. Und ansonsten, wenn ihr euch das nicht leisten könnt oder wollt, Daumen nach oben geben ist gratis. Abonnieren ist auch gratis und dementsprechend macht das doch dann einfach mal. Freitag war so ein bisschen Aufbau. Ich habe euch mal ein paar Bilder mit reingezogen. Das war sehr cool, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ich kriege das ja manchmal als Judge mit, wie sowas aufgebaut wird. Aber hier nochmal genau mit der Kamera durchzulaufen, bei den ganzen Künstlern, bei den Händlern und bei der Play Area, das war schon mal eine andere Hausnummer, da mal durchzugehen. Es waren auch wirklich viele Händler da, die auch wirklich coolen Stuff dabei hatten. Teilweise sehr krassen Stuff. Das war teilweise richtig übertrieben, hart, heftiger Kram. Und ich wurde zwischenzeitlich auch gefragt so, hey Blacky, bei diesen ganzen Händlern, die hier die riesigen Sachen haben, kauft das überhaupt jemand? Ja, da kaufen Leute Dinge. Ich habe gesehen, wie ein Beta Black Lotus vertauscht wurde. Und das, also es war super krass. Auch die Künstler, ich meine, RK Post, Mark Poole und viele andere so coole Leute waren vor Ort. Und das war eine absolute Party für jeden, der irgendwas mit auch nur ansatzweise Magic zu tun hat. Denn es gab nicht nur Legacy, so mein Steckenpferd, sondern es gab auch Pioneer, was ich ja auch relativ viel spiele. Und es gab auch Modern Events, was ich leider nicht spielen konnte, weil ich auch mal Videos machen musste. ich wollte euch ja auch irgendwas davon zeigen. Ansonsten hätte ich gerne auch Modern mitgespielt, bin ich ehrlich. Vintage fehlt mir noch ein bisschen Stuff, leider. Aber Vintage war auch so krass zu sehen. Freitag war so ein Side-Event Vintage. Da hat man wie so 10 Leute gesehen, die da gespielt haben. Das war ganz cool. Und dann, ja, das, da kommen wir gleich zu, was da noch alles so folgte. Bei den Side-Events, es gab alles Mögliche. Es gab Sealed Deck, es gab Modern, Pioneer, Legacy, Vintage-Side-Events. Es gab wirklich ganz viel. Es gab eine Command-Zone, wo halt praktisch man die ganze Zeit durchgehend Commander spielen konnte und einfach Spaß haben konnte und einfach jederzeit hingehen konnte und sagen, hey, du spielst jetzt gegen mich. Das war sehr spannend und auch sehr cool, da so eine Area zu haben. Es gab eine ganze Halle nur für die Side-Events und eine Main-Halle, wo halt die ganzen Main-Events liefen. Das war schon sehr krass und auch sehr cool tatsächlich. Also wie gesagt, die Location war wahnsinnig gut. Freitag habe ich dann auch noch Side-Event gespielt. Hab mit Rot-Grün-Initiative Legacy gespielt. Das war spannend, sag ich mal. Vorsichtig. Weil ich halt echt nicht gut gezogen habe. Und ja, das Deck ist ein Stompy-Deck. Es basiert darauf, dass man einfach eine gute Starthand zieht. Und ich habe halt teilweise auf 4 Gruntermaligen. Mein einziger Win war gegen einen Kumpel von mir, den ich getroffen habe. Grüße gehen raus. Das war meine letzte Runde. Das war, ja. Abends sind wir dann noch mit ein paar Leuten und zusammen essen gegangen und haben noch ein bisschen geschnackt, Prag uns angeschaut. Es war wirklich ganz hübsch, es hat leider ein bisschen viel geregnet, aber gut, da kann man hier nichts für machen. Dann kam auch schon relativ schnell der Samstag. Samstag war für mich Main Event Legacy. Main Event Legacy, ich habe 4-Color Tempo gespielt, wo ich Delver gegen Orkish Bowmaster ausgetauscht habe. Eigentlich ein sehr starkes Deck, was sehr viel Power drin hat. Es fällt so ein bisschen ab gegen leider Gottes sowas wie 8-Cast.
womit ich aber nicht gerechnet habe, dass das so viel rumlief, weil es lief echt viel Eldcast rum. Und es ist nicht ganz so gut gegen Rot-Weiß-Initiative, wenn der Gegner die richtigen Starts hat. Ansonsten habt ihr halt so ein 50-50-Matchup dagegen. Ansonsten läuft das Deck ziemlich gut und ist eigentlich auch ziemlich gut dabei. Ich habe erstmal einen 0-2-Start, glaube ich, hingemacht. Das war schon ziemlich mies. Und dann bin ich dann irgendwann am Ende auf 5-4 gelandet. Leider ganz knapp außerhalb der Preise. 6-3-1 gab es Preise. Und es haben ganz viele 6-3er haben einfach gesplittet. Dementsprechend hätte ich das letzte Spiel gewonnen, hätte ich noch in die Preise geschafft, wären irgendwie 10 Booster gewesen, was echt schon okay ist für 6-3-1. Und deswegen, also es war wahnsinnig cool. Die Preise waren noch sehr, sehr cool. Also obendrauf gab es Giant Cards, es gab interessante Promos, und zwar Dragon Rage Chandler und sowas und auch andere Promos. Es war sehr, sehr cool. Wirklich ein sehr krasses Preis-Payout und auch sehr, sehr coole Karten. Habe ich so auch noch nicht so viel gesehen. Also ich kenne die Giant Cards natürlich. Und ich weiß, dass die bei Eternal Weekends immer rausgegeben werden, aber so fand ich es schon spannend. Ich bin ja von JK Entertainment eingeladen worden, vor Ort zu sein. Dementsprechend hatte ich auch Zugriff auf die VIP-Launch und das war wirklich spannend. Es haben nicht so viele Leute, glaube ich, das VIP-Package gekauft, was ich sehr schade fand. Also man konnte die ganze Zeit sich zurückziehen, man hatte immer Snacks da, irgendwelche süßen Schokoriegel oder irgendwelche Nussriegel oder irgendwelche Chips oder irgendwas gab es immer da. Äpfel, Bananen, alles Mögliche und wirklich Wasser, Cola und sonst was. Also wirklich. Das war super angenehm, man konnte sich da einfach hinsetzen, man hat so richtig schöne Chefsessel gehabt, das war richtig geil. Und man konnte gleichzeitig auf einem Fernseher dann eben nachschauen, was läuft denn jetzt auf der Mainstage, weil das Ganze wurde ja auch gecovert und die Coverage wurde ja von NZMTG gemacht und deshalb mega, mega cool. Das war also, ja, das VIP-Package fand ich schon ganz nett. Also ich hatte halt den Zugang zu dem Raum und so, ich habe halt nicht die Ticks bekommen, weil normalerweise kriegt man dann noch Ticks bei und so weiter und so fort. Das habe ich natürlich nicht bekommen, aber der Raum war mega, allein das war schon wert, wo ich gesagt hätte, boah, für so ein Turnier mich da hinzusetzen und einfach zu chillen, ist eigentlich ganz spannend, vor allem wenn man coole Leute dabei hat. Gerade Samstag haben wir mit Ikonen der Legacy-Szene da teilweise gesessen, was ich sehr cool finde, deshalb vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten konnte man halt auch andere Leute treffen, wie zum Beispiel den Chef von Card Market und sonst was, der da einfach mal casual rumgechillt hat, was für viele Leute, die jetzt im normalen Magic-Spielbereich unterwegs sind, wahrscheinlich auch was richtig Krasses ist. Also ich kenne den Mann jetzt schon ein paar Tage, aber das war spannend. Außerdem gab es die ganze Zeit Betreuung. Man hat immer einen JK-Mitarbeiter dabei, der einem auch geholfen hat und wo man einfach mit reden konnte, wenn irgendwas war. Generell war das sehr, sehr krass, was dieses Team von JK und die Judges und so weiter einfach da rausgehauen haben. Event-Organizing war wirklich gut. Die SpielerInnen haben, glaube ich, nichts wirklich mitbekommen an Problemen, die es gab, weil es wirklich so schnell, so super gehandelt wurde. Und am Ende habe ich keinen wirklich sehr viel Negatives sagen hören. Es war durchweg eigentlich immer positiv und es kam so viel gutes Feedback. Deshalb auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an das Team, vielen Dank an das Judge-Team, vielen Dank an das Team von JK. Das war wirklich, wirklich cool. Ja, Samstag ging es dann noch so ein bisschen durch die Hallen durch, ein paar Leute noch gefilmt und interviewt und noch ein bisschen mit denen gequatscht. Das war ganz cool. Da hat man einfach nochmal ein paar Leute getroffen. Dann waren wir abends noch essen, richtig gut essen und dann, ja, war das halt da schon ein schöner Tag, muss man einfach sagen. Sonntag war für mich der Main-Tag zum Filmen. Das meiste Footage, was ihr hier seht, passiert am Sonntag oder am Freitag. Und da hatten wir halt sowas wie Vintage Main Event, Pre-Modern, Old School, Side Events ohne Ende. Es war wieder ein voller Tag, voller Spaß, Spannung und Spiel, Modern und was nicht alles, Pioneer, überall. Es war wirklich krass cool und es waren, wie gesagt, so viele Sachen, die man machen konnte, so viele Sachen, die man als Spieler schon nur machen konnte. Wenn man dann jetzt als Person hingekommen ist, die einfach nur Karten ankaufen wollte oder verkaufen wollte, auch das konnte man machen. Und Händler und es war großartig. Ihr merkt, ich bin immer noch geflasht. Das ist jetzt für mich über eine Woche her und ich bin so hart geflasht immer noch davon, weil es so geil war. Es war so toll. Es hat so Spaß gemacht. Dementsprechend, boah, ich kann euch gar nicht sagen, wie geil ich das fand. Ansonsten habe ich natürlich auch noch einiges an Personen getroffen, die vor Ort mit bei waren. Ultimate Guard war natürlich mit dem Stand vor Ort. Da habe ich dann auch zum Beispiel gegen Solaris noch gespielt, habe Minguchi getroffen. Bosch & Roll war vor Ort. Natürlich Freakle, den habt ihr nachher noch im Interview. Sehr cool, genau wie Kaiser Vatadi. Wirklich cool, es war wirklich, ich kann es euch gar nicht sagen. Die Bilder reden ja schon für sich und ich muss sagen, dass
Ich überlasse die Worte jetzt einfach wen anders. So Leute, ich habe mir den inoffiziellen Head of JK eingeladen, der hier ein paar Worte zu sagen will. Sag mal, Philipp, hier an dieser Location, ja, ihr habt ein riesengroßes Event auf Land. Ihr hattet 700 Leute Main Event. Ihr habt 130 Leute, glaube ich, Vintage noch dabei. Ihr habt Commander, ihr habt Modern, ihr habt alles. Wie habt ihr das gestemmt? Wie sah das bei euch aus? Wir haben den Zuschlag für das Event tatsächlich relativ spät bekommen. Das heißt, es war alles ein bisschen über den Haufen, hat aber am Ende dann doch irgendwie alles funktioniert. Das ist so ein bisschen das Thema des Wochenendes. Am Ende hat es irgendwie funktioniert. Ja. Ich bin sehr glücklich darüber, wie das funktioniert hat. Wir haben eine ordentliche digitale Infrastruktur und vor allem einen hervorragenden Staff hier gehabt. Der hat uns geholfen, die ganzen Probleme, die mit so vielen Leuten in so kurzer Zeit immer auftauchen. Und dann konnte ich dieses Wochenende sogar ab und zu mal schlafen. Wow, das ist eine Seltenheit. Für alle, die Philipp kennen, wissen das. Das ist eine Seltenheit. Alles in allem, du würdest sagen, das war ein erfolgreiches Wochenende für euch. Ihr macht das ja nicht so ein Event ja zum ersten Mal. Ihr habt ja auch Command Fest gemacht und so weiter und so fort. Diese Größenordnung ist ja ein bisschen größer. Ja. Geht's jetzt nur noch nach oben? Geht's jetzt nur noch größer, nur noch geiler? Wenn wir die Möglichkeit kriegen, werden wir es auf jeden Fall versuchen. Geil. Das Problem ist normalerweise das Hallenfinden. Ja. Je größer die Events werden, desto teurer werden die Hallen und skaliert leider nicht linear. Okay. Aber wenn wir die Möglichkeit bekommen, von Wizards und Wizards und weitere Turniere gibt, wir Hallen finden mit der entsprechenden Größe, dann werden wir das auf jeden Fall probieren. Ja, also hier die Halle habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgesucht mit Hotel dran, allem drum dran. Das war mega cool. Wir haben ja jetzt nur eine Halle. Ich habe euch die andere Halle ja schon gezeigt. Es sind zwei Hallen. Das ist Wahnsinn. Und deswegen auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass ihr das Ganze organisiert. Das war wirklich großartig. Ich höre nur Lob, nur positive Sachen. Das ist wirklich krass. Also normalerweise hörst du zumindest so ein, zwei Nörgler. Ich habe hier noch niemanden Nörgler gehört. Das ist wirklich krass. Deshalb vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank fürs Kommen. Sehr, sehr gerne. Und passiert das überhaupt nicht. Wenn ihr noch nachgucken wollt, es gibt bestimmt andere noch coolere Events, die JK machen wird, wo ihr vorbeikommen könnt. Und, das Endevent Anfang Januar. Oh ja, Anmeldung ist jetzt offen. Stimmt. Link ist in der Beschreibung. Und ich hoffe, wir sind es dann. Und wir gehen jetzt mal weiter und gucken noch ein paar Eindrücke für euch. Viel Spaß noch. Vielen Dank. So Leute, ich habe mir den Kai alias Solaris hier reingeholt. Moin. sehr, sehr cool. Du warst ja tatsächlich einer der erfolgreicheren deutschen Spieler hier schon. Ja, gut. Es lief ganz gut für mich auf jeden Fall. Ja, genau. Was hast du gespielt? Ich habe gestern Pioneer gespielt. Das Pioneer Main Event war ein relativ kleines Event. Also klein in Anführungszeichen. Ja, hier ist nichts klein. Wenn man das mit dem Legacy Event vergleicht und 700 Spieler waren so 90 Spieler. Und ich habe Phoenix gespielt und ich bin tatsächlich bis in die Top 4 gekommen. Krass. Ja. Das ist natürlich geil. Ja, hat richtig Bock gemacht auf jeden Fall. Das glaube ich dir. Pioneer ist natürlich auch irgendwo so ein Teil noch von meinem Herzen dabei, deswegen sehr, sehr, sehr cool. Phoenix, cooles Deck. Wie findest du es generell? Ich meine, du warst ja schon auf vielen Events. Was sagst du hierzu? Also ich muss sagen, ich finde es total nice, weil man einfach Platz hat zum Spielen. Ja. Also wenn man eins, ich weiß, ehrlich gesagt, hier habe ich noch nicht so viel gespielt, aber wenn man eins zu schätzen weiß, dann ist es auf jeden Fall, dass man gerne zumindest Platz für seine Playmat hat, wenn man das hat. Und in dem kleinen Raum, wo wir Pioneer gespielt haben, wo die ganzen Side-Events sind, hast du dann einfach 3 Meter Platz oder so bis zum nächsten. Also das ist schon wirklich, wirklich cool. Ansonsten, die Venue ist auch ganz nice. Also ich muss sagen, vom Platz her, es ist super. Es ist so ein bisschen, ich sag mal, es ist ein bisschen schade, dass die Events so ein bisschen auseinander sind. Also man läuft so ein paar hundert Meter von der einen Eventhalle zur anderen. Ja. Aber ansonsten ist es eigentlich gut organisiert, macht Bock. Ja. Also ist geil. Ja, fand ich auch. Ich finde es vor allem großartig, wie groß auch einfach ist der Platz, den du angesprochen hast. Genau, Platz ist richtig cool. Nice. Ja. Und ansonsten, Trader haben wir auch genug Leute da, also verschiedene Vendors, die verschiedene Sachen anbieten. Da muss ich ja mal kurz ein bisschen, keinen Kritikpunkt muss ich anreden. Also die Vendor, hier sind es, keine Ahnung, 15 Milliarden Vendor und ich wollte mir 2 Karten kaufen für mein Phoenix-Deck und keiner hat die. Also da muss ich sagen, aber ich wollte eine Galvanic Iteration haben und einen Temple Trespass, diesen Extrazug mit Delph. Ja. Hat keiner. Also ich meine, ich verstehe das Legacy ist das Main Event und das sind keine Legacy-Karten. So offensichtlich optimieren die Händler daraufhin ihr Portfolio, was halt so da ist oder beziehungsweise was gespielt wird. Ja. Aber trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also fürs nächste Mal wisst ihr, für den Mann mitbringen. Bis dahin werde ich sie wahrscheinlich woher gekauft haben. Aber, Nee, sehr, sehr cool. Spielst du heute noch was? Ich werde gleich noch ein bisschen Ixalan Seed spielen. Ich bin ein bisschen zu kurz gekommen. Ich mache immer so ein Pre-Release-Event mit Chibi zusammen und dann spiele ich halt selber nicht. Ja. Und deshalb habe ich jetzt Bock, noch so ein bisschen auch so das Pre-Release-Experience mitzunehmen und einfach mal so ein Ixalan Seed zu zocken. Ja. Nicht zu zocken, zu gewinnen. Natürlich, zu gewinnen. Ja, ja. Dafür bin ich ja hier. Richtig. Genau. Alles klar. Jo, vielen Dank fürs Interview und wir gucken uns mal weiter um. Danke, dass du mich dabei gehabt hast. Immer wieder gerne. So Leute, ich habe auch noch einen anderen aus der Top
Top 8 dabei. Und zwar one of the friends of the Banana Guys. I have to say like that. Sounds good. How are you doing? What were you playing? What do you think about the place? Who are you? Well, who are you? I'm Matteo Blasi. Nice to meet you. One of the friends of the Banana Crew. Yes. Here we are at the Eternal Week in Prague. The venue was quite nice, I gotta say. The hotel was super. You were in here? Smoothly. You were in here? Yeah, I was staying here, yes. Ah, yes, that was with the rugby guys. That's wouldn't recommend. We had a lot of rugby guys in here. too many, honestly. But we had a lot of fun. The tournament was great. I was playing Grixis Delva. Yes. I was debating on what to play until the very last moment because I felt Delva is not really well positioned right now. And I still think it's okay. Harsh, yes. So I actually turned to my friends and they suggest I should play Cefali Breakfast. They always do. Too many dead draws in my opinion, so I was like, let's stick with what you know best, and eventually it paid off. Yeah, it paid off. You got top 8 and you've bursted like everything. I saw your record and was like, okay, that guy's doing very well and was really impressed. I saw you playing a lot and I was impressed how fast you are playing and how fast you are reacting to things you've seen of your opponent. That was one thing I was very impressed for. So yes, that was really, really cool. You got one of the Dragon Rage channel then, right? Are you going to play them? Are you going to collect them? This is being sold like every prize we want. Well, it will pay the whole trip, most likely. And something left. Yeah, most likely. So that was cool. Thank you for having me on the interview. And if you'd like, you can plug your Twitter account or something like that. Oh yeah, if you want to follow me, it's NimblestM. Yes. Mongoose does better. Yes. Yes, he has cool pics. Perfect. See you. Thank you. Den guten Matteo, den ihr jetzt gerade auf Englisch gehört habt, habe ich am Freitag kennengelernt. Super lieber Mensch, mit dem waren wir dann noch im Burger King waren wir noch ganz kurz und haben mit ihm geredet und einige Bekannte von mir sind auch tatsächlich schon damals nach Italien runter und hatten da so einen Austausch deutsch-italienisches Legacy-Spieler-Austausch-Gedöns. Das war richtig cool und so Leute wieder zu treffen war wirklich wahnsinnig cool. Ich habe auch Leute wieder getroffen, die ich in Barcelona getroffen habe, in den Legacy-Events. Ich habe gegen einen habe ich auch gespielt, das ist der Organisator von Impact, mega krass, also wahnsinnig cooler Dude, habe ich wie gesagt in Barcelona, als ich das Booster gewonnen habe, weil ich das Turnier gewonnen habe, habe ich da gegen ihn gespielt und auch mein Finalgegner, der aus Schottland kam, war auch wieder da. Es war generell sehr, sehr international. Aber genug davon, gucken wir mal, was die anderen zu sagen haben. Filmst du? So, ich habe mir als den meiner Meinung nach stärksten Spieler im ganzen Raum geholt. Oh. Ja, natürlich. Oh, danke. Der gute Frickel. Servus. Magic Blocks, könnt ihr auch mal gucken. Schreibt ja auch Artikel und macht Videos. Coole Sachen. Gibt auch einen Tournament-Report drüber. Oh, sehr, sehr gut. Weil mittendrin, also dann sagt, wie stehst du eigentlich? Und dann kam nur so ein 6-0. Wir haben so, krass. Nächste Runde so, ja, 7-0. Wie bist du am Ende gegangen? 8-1-1. Geil. Und das ist eigentlich geil. Ja. Eigentlich richtig geil, aber leider war ich 9. Ah. 9. ist halt schwierig. Also 9. von 720, 730 so Leuten. Ja. Ist immer noch eine grandiose Leistung. Ja, ich bin mega stolz. Das ist wirklich krass gut. Du hast Doomsday gespielt. Genau. Aber nicht mit Weiß, richtig? Nee, ich habe mit Grün gespielt, weil ich viel mit Four-Color Control gerechnet habe, mit Scam-Listen und ich habe Veil of Summer gesplashed quasi als einzig grüne Karte. Im Deck. Und die war super. Also die war wirklich super. Das ist ein geiles Silence. Ja, auf jeden Fall. Mega. Ja, nee, super, super cool. Krass, krass gute Leistung. Wie findest du so von der Eventhalle, wie findest du es generell, wie ist es hier für dich? Cool, also die Location ist super, wir haben viel Platz, es ist ein bisschen heiß und die Luft ist echt schickig, aber ansonsten... Wir haben November. Glaube ich, Minusgrad. Und ich könnte mit Flipflops hier stehen, aber ansonsten ist es echt gut, ja. Es gibt hier auch Catering, wo man mit keiner lebendigen Währung bezahlen kann, aber ansonsten ist es ganz cool. Ja, nee, mega, mega cool. Ich fand's super krass, die Location wunderschön. Warst du schon drüben in der Side-Event-Halle mal? War ich. Das sieht super schön aus, auch der Weg dahin, auch an diesen alten Grand Hotel-Ständen vorbei, ist wirklich schön. Also es ist, ich habe schon gesagt, das Hotel war so in den 80ern bestimmt so top of the top. Top of the top, aber seitdem ist es halt stehen geblieben.
Ja, leider. Leider, aber auch gleichzeitig wirklich wunderschön gemacht. Super krasse Location, super krasses Tournament. Fand ich sehr, sehr, sehr cool. Ich hoffe, du auch. Mir wurde schon gespoilert, dass es ja auch ja noch so andere Events geben wird, coolere Events. Da gewinnst du dann alles, richtig? Ja, klar, klar. Easy. Easy. Cool. Wir gehen jetzt noch ein bisschen rum, gucken uns ein bisschen die Location an und wir sehen uns. Mach's gut, ciao. So, Leute, ich habe mir meiner Meinung nach den coolsten Künstler hier in diesem Raum rausgesucht. Kai, du bist hier aus Berlin angereist. Das ist richtig. Du bist bekannt für deine Liebe zu Legacy, für großartige Artworks und dafür, dass du malst, während du Leute in Magic an deinem Stand verprügelst. Andersrum, ich lasse mich verprügeln, aber der Rest stimmt. Wie war es für dich? Erzähl. Ziemlich geil, es ist fast wie auf einem Schießstand auf der Kirmes oder so. Es ist fast wie so ein Event-Booth. Die Leute kommen her, nehmen sich ihre die Playmats-Tokens, worauf sie immer Bock haben. Das ist alles basierend auf meiner Kunst. Ja, und sie schlagen mich in Modern und Legacy, die sich herausfordern. Es ist richtig, richtig geil. Aber vor allem mittlerweile ist es auch so ein Booth, wo die Leute zwischen den Runden von dem Turnier mal herkommen. Ja. Jetzt sehen wir immer diese ganzen Badbeat-Stories, wie sie verloren haben und so weiter. Und das ist immer so ganz geil. Ich bin ein bisschen wie so ein halber Therapeut oder so mittlerweile. Sehr gut, geil. Ich muss also Therapeutstunden auch noch irgendwie. Du müsstest dich auch noch mit reinbringen. Ja, Wäre okay. So 20 Euro, geil. 10 Minuten Therapiestunde mit Zavatarix. Fände ich sehr, sehr cool. Für dich so von der Venue her, du warst jetzt auf einigen Events schon. Ja. Und aufgepasst, ihr könnt aber auch diesen coolen Typen nächstes Wochen oder zwei Wochen on Kamera sehen bei auch einem Eternal Weekend. Richtig, als Kommentator. Das ist richtig. Ich bin auch Kommentator für das North America Eternal Weekend, das Legacy Main Event und auch die Top 8. Das mache ich mit Julian Knapp vom Everyday Eternal Podcast. Cooler Typ. Und wir bringen euch die ganze Legacy-Ladung. Ja, das heißt Spieler, Künstler, Kommentator, alles in einem. Ja. Eierlegende Wollmilchsau, Kai Savatari und dementsprechend, wir gucken uns noch ein bisschen um. Dir noch sehr, sehr viel Spaß. Danke euch. Und wenn nicht, ihr könnt mal unten gucken, in der Videobeschreibung findet ihr auch den Shop von ihm. Wenn ihr was hier irgendwie Cooles gesehen habt oder sonst wo, die Token sind hier überall. Ja. Dementsprechend, wenn ihr auch welche haben wollt, könnt ihr die dann kaufen. Swag. Ciao, ciao. So, ich habe mir den Dan geholt. Dan ist ein guter Dude. Dan kenne ich schon sehr, sehr lange, was das angeht, auch von größeren Turnieren. Und du bist heute hier. Unter anderem hast du auch gehead-judged Vintage, wenn ich richtig gesehen habe, richtig? Also ich war nicht head-judged, aber ich war quasi der verantwortliche Judge in der Area, genau. Wenn du einziger Judge bist, bist du praktisch Head-Judge. Nicht faktisch, praktisch. Du als relativ erfahrener Judge, auch für größere Turniere, wie hast du es so wahrgenommen? Wie fandest du die Location, wie fandest du die Spielerschaft? Ich fand die Location ziemlich cool, also vor allem, wenn man andere JK-Events kennt, ist es natürlich Es ist kein Maintal. Und was den Platz angeht, können wir uns echt nicht beschweren. Das war, Lichtsituation war super da drin im Vergleich zu anderen Events, wo ich schon war. Ich fand die Location auf jeden Fall toll. Ja, das auf jeden Fall. Wie immer, wenn ich einen von meinen Judge-Kollegen vor der Kamera habe, gab es einen coolen Call? Hast du irgendwas, woran du dich erinnerst? Irgendwas, was besonders war, was du sonst nicht hattest? Ich hatte ein paar interessante Sachen. Also klar, Cheating Investigations oder sowas sind immer interessant. aber was tatsächlich einer der mit interessanteren Calls war, war ein Spieler hatte Elish Norn Mother of Machines und der Gegner hat dann Dressdown gespielt und die Frage war, ziehe ich eine Karte? Oh, spannend. Ja. Das war ziemlich interessant. Für die es wissen wollen, die Antwort ist, du ziehst eine Karte. weil quasi zu dem Zeitpunkt, wo Elish Norn den Enter the Battlefield-Effekt verhindern will, hat sie die Fähigkeit schon nicht mehr, den verhindern. Genau. Ja, genau. Das fand ich ganz interessant. Ja, nee, das ist auf jeden Fall cool. Platz wurde ganz, ganz oft angesprochen, auch die Location, auch das Drumherum. Ich meine, Prag ist eine wunderschöne Stadt, müssen wir nicht zu sagen, das ist wirklich, wirklich krass. Und ansonsten, der Staff, ihr wurdet gelobt ohne Ende. Also alles von Judges sowieso und Mitarbeiter und was nicht alles, dass man wirklich merkt, wie viel Herzblut auch hier drin steht, wie Leute einfach Bock haben. Und es ist wirklich, also das kann ich auch noch direkt mal weitergeben, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Event. Ja, bedeutet auch viel, also wir haben auch viel, viel gerackert, viel gearbeitet. Es waren einige Sachen, die nicht so in unserem Sinne gelaufen sind, aber ich glaube, wir haben trotzdem das Beste draus gemacht. Ja. Und ich bin super happy damit, also Prag ist auch so eine meiner liebsten Städte, wo ich schon war und ich habe schon in vielen, vielen Städten gedacht. Ja. Fand
fand ich super cool. Und auch die Spielerschaft war total entspannt. Also ich habe sehr, sehr selten irgendwie Leute gehabt, die sauer waren. War auch aus Judge-Sicht super angenehm. Ja, das ist bei Legacy-Leuten normal, wie ihr alle wisst. Dementsprechend super dafür. Und ja, vielen Dank für den Input. Vielen Dank fürs Bereitstellen für Ding. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß. Du musst gleich noch weiterarbeiten, richtig? Genau, ja. Bin gleich wieder beim Vintage. Gut. Er geht arbeiten. Wir gucken uns noch ein bisschen die Location an. Bis gleich. Ja, und so langsam kann ich mich dem auch wirklich nur anschließen. Ich hoffe, ihr habt sowohl bei mir als auch bei JK auf dem Instagram-Stories und auf dem Kanal so ein bisschen was gesehen an Einblicken. Ich konnte euch hier ein bisschen was zeigen in diesem Video und euch sagen, das war ein sehr, sehr cooles Event. Es war wirklich ein geiles Event. Leute waren so begeistert davon. Ich habe nur Positives gehört, wie ich ja schon gesagt habe. Und alles, was ich jetzt sagen würde, wäre eine Wiederholung. Und damit dann nochmal danke an alle, die mich unterstützt haben, alle, die ich treffen durfte, alle, die ich interviewen durfte, alle Menschen, die vor Ort waren. Ihr habt das Event so, so göttlich für mich gemacht. Sowohl die SpielerInnen, die da waren, als auch eben das Team von JK, als auch jede andere Person, die mit der Orga, mit irgendwas damit zu tun hatte. Das war eins, wenn nicht das beste Event, das ich seit ich wieder YouTube mache, also seit 3 Jahren, besuchen durfte. Und ich habe eine Menge, Menge coole Events gehabt, inklusive sowas wie MagicCon Barcelona oder Command Fest und andere Sachen. Und ich muss sagen, das Eternal Weekend in Prag, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es so ein bisschen mein Favorite-Format of all time ist, auch wenn ich auch Modern und Pioneer und so weiter spiele. Legacy ist ja das, wofür ich bekannt bin. Das Eternal Weekend in Prag war für mich das beste Event, das ich seit sehr, sehr langer Zeit besucht habe. Deshalb nochmal vielen, vielen Dank. Und wenn das nächste Eternal Weekend vorbeikommt oder ein anderes Event von JK, guck mal bei dir auf der Webseite. Ich habe gehört, Anfang nächsten Jahres gibt es auch wieder ein Event. Vielleicht treffen wir uns ja da. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, bei JK vorbeischauen. Die machen bei sich auf dem YouTube-Channel auch ganz, ganz viel. Die haben jetzt auch einen Podcast gestartet. Und ansonsten erklären euch Personen verschiedene Formate wie Solaris oder auch MDG mit Patrick, der dort auf dem Channel immer wieder Booster aufmacht. Und ihr wisst ja auch, mit dem bin ich auch sehr gut befreundet. Dementsprechend guckt da auf jeden Fall vorbei. Der Channel lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.